Was wir erreicht haben, ist, dass die Diskussion um die Verkehrswende einfach bundesweites Thema geworden ist. Ich bin jetzt nahezu 40 Jahre bei der Polizei. In der Dimension, in der Dauer, mit der Vielfältigkeit, das habe ich vorher nicht erlebt. Wie wollen wir denn weiterleben? Im Endeffekt muss jeder für sich Verantwortung übernehmen und ein Stück zurückgehen. Was dort für Schäden passieren, was da für Planungsfehler gemacht wurden und noch gemacht werden. Und das ist uns ganz wichtig. Der Wald der Zukunft. So jedenfalls wurde er früher den Forststudenten aus nah und fern vorgestellt. Schaut her, so sieht gesunder Mischwald aus. Der Dannenröder Forst. Jeden zweiten Sonntag im Monat kam man mit zum Waldspaziergang mit Zuli, Karl-Heinz Zulauf, Ex-Förster. Es ist nicht weit zur A49-Trasse. Was hier passiert ist, ist die größte ökologische Sünde, die Hessen erlebt. Man hat die Trasse durch den Wald gelegt, weil das am einfachsten war. Man konnte da leicht planen. Man hat nur drei Besitzer gehabt und der Wald konnte sich nicht wehren. Das taten andere für den Wald. Hunderte Baumbesetzer, tausende Demonstranten entlang der A49-Trasse im Herrenwald, Dannenröder Forst, Maulbacher Wald. Autobahngegner, gerne durchweg als Chaoten beschimpft, was mit der Realität wenig zu tun hat. Das sei, sagt einer der Polizeisprecher von damals, schon sehr besonders. Dass diese Menschen trotz der sehr widrigen Bedingungen dort oben, kalt, nass, wenig Logistik, ja, aber für ihre Ziele eingestanden sind und so lange ausgeharrt haben. Was nicht akzeptabel ist, das ist klar, es ist jede Form von Gewalt, die dort gezeigt wurde, das toleriere ich nicht, das akzeptiere ich auch nicht. Aber dass die Menschen so lange für ihre Ziele dort oben ausgeharrt haben, das ist nachhaltig in Erinnerung geblieben bei mir. Der Protest ist zwar leiser geworden, aber es ist diese Form von Stille, die einen im Endeffekt lautstark anbrüllt. Denn die Rodung ist nicht das Einzige, was hier bitter aufstößt. Es wird städtisches Wasser verbraucht, obwohl im Kreis Wassernotstand herrscht. Und das ist das Schlimme. Wofür wird es gebraucht? Ja, zur Bewässerung der staubigen Piste hier zum Beispiel. Mit Trinkwasser. Homberg-Ohm liefert Millionen Liter für die Baustelle. 2,53 Euro für 1000 Liter. Mit See- oder Flusswasser gegen den Staub? Das geht nicht, erklären die Baufirmen. Aber Flusswasser entnehmen ist im Vogelsbergkreis wegen der Dürre sowieso verboten. Von Trinkwasser ist nicht die Rede. Ja, und da könne man aus dem Vollen schöpfen, erklärt die Bürgermeisterin. Unsere Pegel sind also nach wie vor wirklich im grünen Bereich. Und wir sind da, Gott sei Dank, derzeit in einer sehr glücklichen Lage. Auch verglichen mit anderen Kommunen stehen wir im Bereich Wasser wirklich sehr sicher da. Dass die anhaltende Dürre derzeit die Pegel gerade auch im Vogelsberg dramatisch senkt und auch deshalb ein Entnahmeverbot gilt, das sei was anderes. Dieses Entnahmeverbot bezieht sich auf Oberflächenwasser. Hier geht es beispielsweise auch darum, eben in den Flüssen Lebensräume nicht noch weiter zu stressen. Beispielsweise dadurch, dass man durch Entnahmen jetzt noch mehr dort die Gewässer absenkt. Aber das ist nicht in erster Linie verbunden mit unseren Trinkwasserständen, mit unserem Grundwasser. Das seien zwei grundverschiedene Ebenen. Das Trinkwasser zum Bauen kommt übrigens aus dem Dannenröder Forst, aus dem Trinkwasserschutzgebiet, wo gerade Dürre herrscht wie überall. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.